Also, wir haben hier einen Büroschlüssel. Dann setzen wir den auch erstmal hier ein. Piratenartefakte, die Legende von Davy Jones. Unsere neue Ausstellung fasst mein unerwartetes Abenteuer im letzten Jahr zusammen. Schön. Da haben wir eine Schere. Die schockierende Biografie eines furchteinflößenden Piraten, verfasst von Sarah Frank. $25. Ja, das kennen wir ja auch schon. Ah ja, Karibisches Marinemuseum. Ah ja, das kennen wir ja auch noch vom ersten Teil. Ticketpreis $5. Einladung zur Ausstellung Unerwartete Entdeckung. Yay! Eine Broschüre der Ausstellung letzten Jahres über Captain Remington, den untoten Piraten, den ich durch die Karibik verfolgte. Wir waren alle dabei. Und das hat auch unglaublich Spaß gemacht. So, jetzt schneiden wir mal erstmal hier das auf. She was right. The artifact is here at your place. Was für ein Zufall, ne? Dreieckiger Anhänger. Oh cool, und dürfen sofort ein Rätsel machen. Vertausche die Kacheln, um das Gemälde wiederherzustellen. Alles klärchen. Na, das ist ja nicht so schwer. Das geht ja noch. Ich glaube, das kommt dahin, jawohl. Das kommt dorthin. Ich glaube, das kommt dorthin. Das kommt dahin, das dahin. Das dort und das dort. Okay. Ah, es geht noch weiter. Super. Drücke auf die Scheiben, um sie entlang der Schienen in die richtigen Positionen zu verschieben. Benutze den leeren Platz als Zwischenstation. Alles klar. Achso, ja, ist wieder nur ein bisschen Rumtauscherei. Ah, das packen wir, das packen wir. Und da haben wir es. Ja, das ging noch. Oder geht es jetzt noch weiter? Ach, es geht noch weiter. Och, ist ja geil. Okay, das wird wohl die Sirene sein, die da jetzt leider gefangen ist. Und das geht nicht. Oh, die war lebendig. Golden octopus. Are you all right? We can't stay here. I'll take you with me. Das war aber hinterhältig von denen. Das waren so fischähnliche Kreaturen. Halb Mensch, halb Fisch. We made it out. Thank goodness you're okay. There's no sense trying to maintain my cover anymore. I was sent to retrieve the Golden Octopus, a figurine of monstrous power. But I failed. After the attack on your museum, it's safe to assume it's back in the hands of Mayor Murray, which means we're all in great danger. As if the fish curse wasn't enough. We need your help. But my friend Calliope, most of all. You'll meet her soon. Ach Gott, er ist ja selbst verflucht. Gott, oh Gott, oh Gott. Ah ja, wir haben auch hier wieder ein Tagebuch. Späte Zustellung. Zu spät nachts hätte ich wieder
weder Besucher noch ein Paket erwartet. Ich wäre gar nicht hier, wenn ich nicht noch etwas für die bevorstehende Ausstellung zu tun hätte. Der Kurier scheint nicht verschwinden zu wollen. Also muss ich das mysteriöse Paket wohl annehmen. Was ist noch so wichtig, dass ich nicht bis morgen früh warten kann? Ja, das haben wir ja jetzt gerade erfahren. Treffen mit Calliope. Ich fiel in Ohnmacht, als mein Museum überfallen und der goldene Krake von einem seltsamen Angreifer gestohlen wurde. Als ich wieder zu mir kam, befand ich mich in einem Boot, welches von dem Kurier gesteuert wurde, der eine Art Fischmann ist. Er möchte, dass ich eine Frau namens Calliope kennenlerne. Ist das ihre Art, mich um Hilfe zu bitten? Seltsam. Verteidigung des Hauses. Das Haus wird von seltsamen, fischähnlichen und gewalttätigen Kreaturen belagert. Ich muss alle möglichen Eingänge versperren, bevor die Meute eindringen kann. Alles klar. So, ab jetzt, denke ich mal, muss ich aufpassen auf mögliche Sammelobjekte. Quick, let's get inside. The mayor's mercenaries are already here. Okay. Aber ich sehe hier noch nichts. Okay. Da fehlt ein Ventilrad, ne? Ja. Aber ich habe zumindest schon mein Paddel. Das ist ja auch schon mal ein Anfang. Um das Haus versammelt sich eine wütende Meute. Sie haben schlimme Absichten. Ganz gut. Korridor. Also hier sind auch noch keine Sammelobjekte. Quick, help me barricade the windows. Ja. Now the second one. Ja, ja, ich helfe dir schon, keine Panik, ich bin bei dir. So, hoch damit und vom Fenster. Jawoll. I'm waiting for something. Or someone. We better hurry, before they storm the house. Jo. Die klemmt. Der Hausbesitzer will sein Eigentum wohl vor Eindringlingen schützen. Verständlich. Ja toll, jetzt brennt es auch noch. Put out the fire, or else we're as good as dead. I'll help Calliope. Ja, du könntest mir ja auch helfen. Aber nee, ich darf es natürlich wieder richten. So, wir haben ein Ventilrad bekommen. Wir wissen ja schon, wo wir das einsetzen müssen, nämlich hier. Ja, jetzt fehlt mir ein Behälter. Toll. So viele Schiffsfracks. Was hat sich Chaos verursacht? Ist das überhaupt ein Satz? Keine Ahnung. kann ich hier irgendwie was mitnehmen? Ah, jetzt ist das komischerweise auf. So. Ich muss an den Schlauch kommen, ohne mich zu verbrennen. So. Dann machen wir das halt so. Ein Schlauch. Ja, oder wir benutzen einen Schlauch. Schattenbehälter, einen Schlauch. Das geht auch. So, jetzt einfach kommen. Wir müssen das Feuer löschen. So. Jawohl. Schön gründlich alles wegmachen. Perfekt. Der Flur brennt. Ich muss das Feuer löschen, bevor es auf das ganze Haus übergreift. Habe ich ja schon gemacht. So, hier gibt es ansonsten nichts mehr. Dann gehen wir erstmal ins Schlafzimmer. Ah ja, die Sirene ist Calliope. This must be the mysterious Calliope. She's not just a mermaid, but a siren. Okay. I failed to retrieve the golden octopus, but I brought her instead. She will help us, my love. Hello, Miss Black.
My name is Calliope. I'm terribly sorry for the circumstances of our meeting, but you're the only one who managed to lift Davy Jones' curse before, and we really need your help. Mayor Murray is keeping me here in Kingsmouth as a prisoner, which has brought the curse on this town. And it won't be broken until Murray is stripped of my powers that he stole and I return to the sea. The golden fish tokens and the golden octopus are the keys to my freedom. Okay, danke für die Information und danke... Oh no! He's found us! Yes, me and young. Oh my god. You're the one who managed to lift Davy Jones' curse. I need your help. Ja, klar, helfen wir dir. Ah ne, eine Fischdublone ist das, okay. It's Mayor Murray and his Praetorians, the most ruthless and vicious soldiers I know. Murray will stop at nothing to get Calliope back. She's the source of his power. They won't stop now that they've found us. Oh no! He's activated the Golden Octopus! Murray is summoning... Wow, da hat der Bürgermeister jetzt die Riesenkranke beschworen und die Riesenkranke hat jetzt Calliope entführt und ihn natürlich verletzt. Toll. Rettung des Fischmanns. Als der Staub sich legte, konnte ich die Lage einschätzen. Die Folgen des Krakenangriffs waren verheerend. Calliope war von Bürgermeister Murray gefangen genommen worden und mein Verbündeter, der Fischmann, war ohnmächtig und schwer verletzt. Es liegt an mir, seine Wunden zu versorgen und ihm das Leben zu retten. Natürlich, er hat mich ja auch in dem Sinne bewahrt. Deswegen werde ich das jetzt auch mit ihm tun. So, selbstverständlich. Oh, ich sehe hier immer noch keine Sammelobjekte. Eigenartig. Nee, hier fehlt noch etwas. Er ist bewusstlos. Ich kann schlecht einschätzen, wie schwer verwundet er ist. Ich sollte ihm helfen. Jupp.